sitzt eine Nonne in einem Bus, kommt ein Hippie und setzt sich neben sie. Schließlich fragt der Hippie, Entschuldigung, hättest du Lust zu poppen? Die Nonne antwortet, nein, das kann ich nicht machen, ich bin eine Dienerin Gottes. Der Hippie gibt nicht auf und probiert es ein zweites Mal, doch wieder lehnt sie ab. An der Bushaltestelle steigt der Hippie aus, der Busfahrer hält ihn fest und sagt, wenn du diese Nonne poppen willst, dann gebe ich dir einen Geheimtipp. Jeden Abend um 21 Uhr geht sie auf den Friedhof und betet. Aber behalt's für dich. Der Hippie bedankt sich und folgt dem Rat des Busfahrers. Um 21 Uhr kommt er in Jesusgewändern zum Friedhof und sieht die Nonne beten. Er tritt vor sie und ruft, ich bin Jesus und habe von Gott den Befehl erhalten, dich zu nehmen. Die Nonne sieht verwundert auf und sagt, wenn du wirklich Jesus bist und Gott dir das aufgetragen hat, so nimm mich, aber bitte von hinten, dass du mein Haupt nicht betrachten musst. Nach 5 Minuten wildem Treiben reißt sich der Hippie die Jesusgewänder vom Leib und schreit, reingefallen, ich bin der Hippie. Daraufhin reißt sich die Nonne die Gewänder vom Leib und ruft, reingefallen, ich bin der Busfahrer.